Ja, Leute, ihr habt es am Titel gesehen. El Katastrophe. Es ist eine Kleinigkeit passiert. Wir mussten einen kleinen Umzug machen. Warum, weshalb, wieso, sagt uns jetzt der Sebastian. Ja, Mahlzeit erstmal. Ja, wo fangen wir denn da an? Wir hatten ja im letzten Video schon darüber gesprochen, dass der Gedanke da ist, den Sand einzufügen. Irgendwann, nicht, ja. Genau. Weil es für mich dann optisch dann doch noch mal einiges hermacht mit Sand. Auch wenn es natürlich hier, wie man sieht, auch ohne Sand super aussehen kann. Aber für dich gehört der Sand dazu. Genau. Auf den also, Punkt sind wir dann gekommen. Streiche den cleanen Boden. Wir nehmen Sand. Wir haben den Sand eingebracht, beziehungsweise der Plan war, den Live-Sand, den wir im Endeffekt gekauft haben, konnten wir ja so nicht im Nachhinein reinbringen. Es waren ja schon Tiere drin. Also ist er hingegangen und hat den Sand in mühevoller Kleinarbeit. Ja, über zwei Tage tatsächlich mit, ja. Ich hatte 40 Liter Osmose hatte ich halt noch fertig. Das waren 10 Kilo Sack, ne? Also normale genau, Größe. Genau. Ja. Den habe ich auf zwei Eimer aufgefüllt und dann über zwei Tage wirklich kontinuierlich durchgemischt mit dem Osmosewasser, immer wieder abgeschüttet. Der Hintergrund des Ganzen ist, dass ein kleines bisschen Biologie ja in dem Sand drin ist und die mussten wir jetzt leider abtöten, aufgrund der Tatsache, dass der Sand ja halt sehr viel Trübstoffe mit ins Wasser bringt. Also sprich, der musste ausgewaschen werden. Hätten wir das von Anfang an gemacht, hätten wir den Sand eingebracht, das Becken zwei Tage über Watte laufen lassen, dann wären die Trübstoffe weg gewesen. Aber so mussten wir gucken, dass die Trübstoffe rauskommen. Auch um den Tieren einfach genau, damit die Tiere nicht Wohlempfinden zu bieten. Ne? Und deshalb sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir waschen den aus. Genau. Ja, gemacht und getan. So, dann habe ich dann quasi die Hälfte des Sands dann eingeführt. Und das war dann eigentlich auch die richtige Menge. Ne? Das hat gepasst, ja. Ja. Und wie viel hast du jetzt drin? Knapp einen Zentimeter? Ja. 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 Also sprich, nicht zu viel. Also es lässt sich halt gut umwirbeln. Und wenn dann tatsächlich mal was drin ist, was im Sand arbeitet, dann sollte im besten Fall eigentlich auch theoretisch gesehen alles geschafft werden. Was im Sand jetzt eine gewisse Zeit schon drin? Ist irgendwie was weggetragen worden durch die Strömung? Oder? Tatsächlich nur unter der Strömungspumpe, wo sich dann eben so ein bisschen die Verwirbelungen machen oder beziehungsweise da eben entstehen. Da sieht man eben, dass der Sand so ein bisschen auftreibt, aber sonst gar ist nicht. Ist noch nicht weggedrückt worden. Nee, also es ist eine recht gute Körnung im Prinzip. Genau. Weil wenn er feiner gewesen wäre, dann besteht natürlich die Gefahr bei einer, egal ob das jetzt mit der Ocean Motion ist oder bei einer starren Installation von einer Strömungspumpe, dass der Sand dann irgendwo weggedrückt wird und dass es halt nicht gleichmäßig bedeckt ist. Ja, ja. Und da ist aber dann ja auch schon der erste passiert. Das erste Malheur passiert. Ich hatte mehrere Videos im Netz schon gesehen, wie man denn nachträglich noch Sand einbringt. Das hat auch super funktioniert. Und dann kam die Situation, ich hatte, wie nennt sich das? So ein Bierhumpen. Ja, so ein Bierhumpen, damit haben einfach. War, glaube ich, vom Hofbräuhaus, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, nicht? Tatsächlich nicht. Okay. Wovon der ist, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ist okay. Ich habe nur so ein rundes Emblem gesehen, habe gedacht, ich hätte da ein großes B gesehen, aber nee, okay. Nee, da war ein großes S04 drauf und dann muss ich in der aktuellen Situation. Jeder hat einen Fehler. Nein, alles gut. Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls, ich glaube, das war das letzte oder vorletzte Glas, was ich dann eingeführt habe. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Humpen auf die Glaskante von dem Becken gehämmert. Ja. Oben, genau, mittig. Im Sichtfeld. Im Sichtfeld. Ja. Es hätte tatsächlich in dieser Situation passieren können, dass das Becken von oben nach unten einmal durchreißt. Aber es ist tatsächlich, ich habe mir den Katscher angeguckt, den blende ich euch auch nochmal eben ein. Der sieht auf dem Bild schlimmer aus, als wie er ist. Tatsächlich, ja. Und er ist wirklich nur minimal in der äußersten, ich sag's mal, Schicht, ist in Kleinigkeit abgeplatzt. Es ist natürlich ärgerlich, man guckt drauf. Aber so. Das ist genauso wie mit dem Kratzer hier mit meinem Becken. Ne? Also, ist das gleiche Spiel. Aber, ja, was soll ich sagen? Es ist passiert und jetzt du hast definitiv aber jetzt immer eine schöne Mitte. Ja, aber tatsächlich, das. Es kommt ja jetzt noch was ins Becken dazu. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob man das schon sagen kann. Technisch. Doch, können wir. Ja.
Da kommt eine Ocean Motion oben auf den Beckenrand. Genau, wir haben uns dafür ein anderes Strömungskonzept entschieden, weil es halt tatsächlich in so einem Cube, in so einem, ich sage mal fast Würfel, relativ schwierig ist, auch die Mitte vernünftig zu beströmen. Da kommt Strömung hin, ja, aber im Endeffekt ist es alles eine starre Strömung und irgendwo haben wir dann Bereiche, die halt nicht vernünftig beströmt werden. Und wir haben dann gesagt, eine Ocean Motion ist natürlich eine Investition, klar, logisch, das Ding war nicht billig. Aber ich sehe es im Prinzip hier, es ist im Prinzip die beste Lösung, die man haben kann und stromsparend im Endeffekt obendrein. Ansonsten müsste man mehrere Pumpen einsetzen, die natürlich weitaus mehr Strom dann bräuchten, als wie der Servo da von der Ocean Motion. Mhm. Und Strömungskonzept ist dann definitiv, wird dann noch abgegradet, machen wir auch ein separates Video zu. Ja, also um da nochmal kurz darauf einzugehen, der kleine Abplatzer. Bei der Planung, wie ich es jetzt momentan vorhabe, wenn die Ocean Motion drauf sitzt, lasse ich mir eine Acrylscheibe anfertigen, die wiederum mit Winkeln eben auf das Becken aufgebracht wird und da sollte dann im besten Fall auch der Abplatzer dann drunter verschwinden. Also dann sieht man es nicht mehr. Ja, aber um kurz auf den Punkt zu kommen, ich habe Daniel dann angeschrieben. Ich war, ich war nervlich jetzt nicht am Ende in dem Moment, aber ich war einfach unglaublich sauer auf mich selbst, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich kann das nachvollziehen. Ja. Als ich am zweiten Tag mir den Kratzer in dieses Becken hier reingezogen habe, das steht da, ist alles toll, du findest alles klasse und dann kommt da so eine dumme Schnecke um die Ecke und macht dir da einmal den Kratzer quer durch, selber nicht aufgepasst im Prinzip, ja, aus der Lameng raus im Eifer des Gefechts und ja, das tut richtig weh. Ja, jetzt kam aber dann zu der Situation, dass ich dann mit Daniel eben darüber gesprochen habe und ich war so genervt über die Situation. Da hat Daniel gesagt, weißt du was, lass die Finger von dem Becken für heute. Also sonst geht noch mehr schief und setz dich morgen dran. Aber heute hat morgens schon mit dem Messen angefangen bei dir. Da war irgendwas schon nicht in Ordnung gewesen. Dann, dann die Aktion mit dem, mit dem Glas. Dann habe ich gesagt, Feierabend. Ich sag, jetzt setz dich in die Ecke, lass das Becken in Ruhe. Und ja. er hat's Becken in Ruhe gelassen, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kommen wir aber dann zu dem eigentlichen Problem der ganzen Situation, wo das Video jetzt quasi drauf basiert, und zwar die 40 Liter Osmose, die ich verbraucht hatte, um den Sand zu reinigen. Die wollte ich natürlich dann eben halt mal eben wieder auffüllen. Er hat eine Platinum Line von Aquamedica am Laufen, genau. Ist eine relativ zügige Anlage. Und Timer hast du dran, damit die dann auch ausgeht, wenn die Kanister voll sind nach der Berechnung. Haben das Ding ausgelittert. Ja, aber das nutzt alles nichts, wenn... Da ist mir dann tatsächlich beim Befüllen von dem Kanister ist mir ein Verbindungsstück von den Schläuchen abgegangen. Ich denke mal eben einfach durch den Druck. Ich blende das Ding mal eben ein und wenn ihr es seht, wisst ihr, warum das nicht gehalten hat. Weil es ist nicht das normale Verbindung, also nicht eine Klickverbindung, wie sie eigentlich auf so einen Schlauch gehört. Das ist der Abwasserschlauch, den ihr da seht, der im Prinzip dann von oben runter in die Toilette geht. Und diese Verbindung, die kann man ganz einfach abziehen. Und haben wir nicht beachtet. Ich habe es nicht beachtet. Ja. Also ich habe da richtig in die Toilette gegriffen. Also wie sagt man so schön, 100 Mal geht's gut und beim 101. Mal. Die muss auch in irgendeiner Form, muss die schon leicht runtergerutscht worden sein und ist dann, nachdem du das Ding angestaltet hast. Das lief ja auch erstmal. Ja. Und irgendwann, man verlässt sich ja natürlich eben darauf, dass das alles so funktioniert, wie es immer funktioniert. Ja, und irgendwann stand dann eben das Gäste-WC, wo dann eben alles drin gelagert ist, inklusive meiner ganzen Aquariensachen und der Kanister fürs Osmosewasser, der stand unter Wasser. Und draußen im Flur hast du Parkett. Genau, und als dann das Gäste-WC dann eben vollgelaufen war, ist es dann eben über die Türschwelle in den Flur auf den Parkett. Auf, und ich gehe auch davon aus, dass es untergegangen also mehr oder weniger oben und unten drauf ist. Ja, klar, das Osmosewasser hat sich eben so, ich schätze mal, was sind das, so 2-3 Quadratmeter, aber gut, Daniel kann euch auch die Bilder da einblenden. Ich blende euch das zwischendurch ein. Hat sich das tatsächlich dann eben unterm Parkett
verteilt und ist dann natürlich hoch ins Parkett. Und das Parkett hat sich dann natürlich selbstständig gemacht. Ja, es ist hochgekommen und ja, Thema durch. Das ist natürlich eine Situation, die nicht schön ist, gerade teures, schönes Parkett. Und du hast ja auch noch dumme Situation, dass das Ganze auch noch gleichzeitig vom Flur komplett durchgelegt ist bis ins Wohnzimmer. Ja, in einer spontanen Aktion musste dann natürlich der ganze Mist raus. Also ein Teil des Parkettes haben wir jetzt rausgerissen, direkt am selben Tag, um eben weitere Wasserschäden irgendwie zu vermeiden, weil mein Kumpel Dimi, der ist zum Glück tatsächlich in der Trocknungstechnikbranche tätig und hat mir sofort weitergeholfen mit einem Bautrockner, Ventilatoren und so weiter, was dazugehört. Dementsprechend das Parkett eben dann rausgeholt, um eben eine bessere Trocknung gewährleisten zu können. Habt ihr da jetzt schon mehrere Ergebnisse jetzt dazu? Tatsächlich, man muss dazu sagen, das Thema ist jetzt eine Woche, letzte Woche Freitag war genau. Das. Knapp eine Woche jetzt her. Und ja, gut, die Trocknung selbst, wie das jetzt versicherungstechnisch läuft, das, ja, weiß ich nicht. Wir hatten auch den einen Feiertag noch da drin. Das werde ich jetzt sehen. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Hauptsache, es wird trocken. Aber jetzt kommt ja das zweite Manko an der Situation. Das Aquarium stand ja auf dem Parkett mittendrin. Genau. Habt ihr ja im Eingangsbild gesehen, das Ganze. Ich blende es nochmal mit ein. Und ja, es sollte dann aufgrund der Tatsache, dass das Parkett A raus muss und B nicht drumherum geschnitten werden konnte, weil es halt vielleicht mit dem neuen Belag kommt, was anderes, was dünneres rein, je nachdem, konnten wir es da nicht stehen lassen. Es gab natürlich die Option. Also ich hatte mit dem Dimi darüber gesprochen und der Dimi, der ist ja so lange jetzt in der Branche. Der hat da so einige Situationen halt jetzt nicht mit Aquarien, oder aber mit Schränken und so weiter. Es gab natürlich die Option zu sagen, wir schneiden um das Aquarium quasi das Parkett aus, lass das Parkett da drunter und legen drumherum Boden an. Da habe ich gesagt, nee. Das ist halbe ja. Arbeit. Das sieht auch am Ende des Tages wahrscheinlich schon. Und wer weiß, irgendwann kommt vielleicht der Tag, wo ich sage, ich möchte eventuell ein anderes Aquarium, das Aquarium vielleicht im Wohnzimmer haben. Genau, dann passt. Und dann habe ich genau auf der Stelle eben noch das alte Parkett währenddessen drumherum, aber das neue liegt. Und nee, das macht keinen Sinn. Nee. Also kam dann der Ruf, was machen wir, wie können wir es machen? Ich muss alles abbauen. Ich sage, Moment. Man muss dazu sagen, ich war komplett überfordert. Du warst fertig mit der Welt. Weil für mich war in der Situation einfach, das Becken steht wunderbar so da, wie es jetzt ist. Die Biologie passt, der Sand ist da jetzt drin, den Tieren geht es gut. Was mache ich denn jetzt? Ich habe Daniel eben angerufen und Daniel hat gesagt, ja, gar kein Thema, wir machen das. Das kriegen wir schon hin. Und er hat überhaupt keinen Plan gehabt, wie, wo und warum. So, jetzt muss man sagen, es ist nur, in Anführungszeichen, nur ein 300-Liter-Becken. So, mit einem Klopper so wie hier oder mit dem Reefer macht man das nicht mal eben. So, 300-Liter-Becken. Ich habe noch eine entsprechende Tonne, eine Regenwassertonne gehabt mit 300 Liter Fassungsvermögen. Die habe ich mitgebracht, meine große Pumpe habe ich mitgebracht, noch eine zusätzliche Tonne und dann sind wir hingegangen, haben das Wasser oben aus dem Becken zu zwei Drittel rausgeholt. Währenddessen haben wir dann den Aufbau, der hinten dran stand, haben wir uns genommen, der übrigens hervorragend verklebt war. Den konnten wir so rausnehmen, in die Tonne reinstellen, fertig. Thema durch. Den vorderen Aufbau, haben wir ja gesagt, ist ja an der linken Seite die Anemonenhöhle, den konnten wir auch so rausnehmen, weil wir den nur aufgelegt haben, aufgrund der Tatsache, dass wir halt die Anemonenhöhle da haben und vielleicht ab und zu mal dran müssen. Können wir ja nicht den ganzen Aufbau da zerstören. Und das war eine ganz einfache Sache. Also sprich, die beiden Aufbauten, zack, ab in die Tonne, Wasser ablassen, soweit es ging, sodass die Fische, die halt auch schon drin sind, dementsprechend noch was zu schwimmen haben. Unten aus dem Technikbecken haben wir dann noch zwei Drittel Wasser rausgezogen. Und dann war das Becken mit Aufbau so leicht, in Anführungszeichen, dass wir es verschieben konnten. Genau, und dann haben wir das dann jetzt rüber ins Büro verschoben. 3,5 Meter weiter. Das hat wunderbar funktioniert. Und also das Thema war tatsächlich innerhalb von einer Stunde. Stunde war das tatsächlich. Wenn man die entsprechende Verschlauchung und die entsprechenden Pumpen dabei hat, die dann auch schnell wieder zurückpumpen können. Wir haben im Prinzip keinen großen Eingriff gemacht. Kurz, es ist nichts anderes gewesen, sage ich jetzt mal, wie ein Wasserwechsel. Wir haben das Wasser wieder rüber gepumpt, als das Wasser wieder hoch genug war, die Steine wieder rüber gesetzt, den Korallen war was, ja okay, mach mal Licht an, aber das war es dann auch. Also seit, ne, das war
Die ganze Aktion haben wir samstags gestartet. Ja. Und es hat das Becken hat aber auch Samstagabend schon wieder normal da gestanden. Ganz normal da gestanden. Ja. Und ja, dann war natürlich die Frage, weil wir einen Termin bei der Claudia hatten für Sonntag, weil wir uns zwei Clownies geholt hatten. Hat überlegt, so, was machst du jetzt? Gehst du die jetzt holen? Ne? Gut, meine Frau ist dann sonntags noch zur Claudia gefahren. Ja, ich weiß nicht, können wir dann auch direkt auf das Thema überspringen. Ich hatte aus der Community, in die Daniel mich hier reingeholt hat, beim Dave. Die Viersener Mafia. Beim Dave eine kleine Anemone geholt. Und die hatte ich dann den Donnerstag vor diesem ganzen Geschehnis in ihre Höhle eingebracht, die wir mit eingeplant hatten bei dem Aussuchen vom Ippo Reef. Also vorne links. Genau. Schöne große Höhle, hat die Anemone dann auch gesagt. Cool hier, ich bleibe erstmal drin. Ja, und tagelang. Also ich glaube, die war ja jetzt eine Woche, bevor die Fische überhaupt kamen, war die da drin und nee, stimmt gar nicht, 4 oder 5 Tage. Ja. Die hat sich tatsächlich da drin verkrochen. Und ich sagte zu Daniel, ey, hör mal, die kommt da nicht raus, die macht sich nur ganz, ganz minimal auf und zeigt sich, die sucht gar nicht das Licht. Mhm. Hat so ein kleines bisschen auch wahrscheinlich, so denke ich, dass es ist. Einmal muss sie sich natürlich an die neue Umgebung, ans neue Wasser gewöhnen. Ja. Das ist natürlich eine Umstellung, auch wenn der Dave gutes Wasser hat. Es ist immer eine Umstellung für so ein Tier. Und das Zweite ist, wir haben links in der Ecke hinten, haben wir die Strömungspumpe stehen und die stand noch, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger auf die Frontscheibe. Geht der entsprechende Druck, Wasserdruck nach unten und hat auch so ein kleines bisschen in die Höhle reingedrückt. Das heißt, die Anemone hat immer so einen kleinen Gegendruck gehabt. Ja. Das wird wahrscheinlich auch geholfen haben, dass die halt nicht gesagt hat, so, ich gehe jetzt hier raus. Es war dunkel, so das, was Anemonen lieben im Endeffekt, weil gerade, ich rede jetzt aber nur für die Quadricolors, das muss man jetzt auch mal ganz speziell sagen. Alle anderen Anemonen kann ich nichts zu sagen, habe ich nie ans Halten gekriegt, haben sich nie festgemacht. Aber bei den Quadricolors ist es so, die brauchen eine Höhle, wo sie sich reinverziehen können, wo es dunkel ist. So, das heißt, wenn ich einen Blumentopf habe oder einen Topf und stelle den senkrecht, bringt nichts, weil da kommt von oben Licht rein. So, die Höhle, da sind wir ja jetzt noch im Vorfeld hingegangen und haben die hinten dicht gemacht. Das genau. blende ich dann auch nochmal eben ein. Also die hatte gar keine Möglichkeit. Die hatte keine Chance. Also die hat von vorne den Wasserdruck gekriegt und von hinten war die Höhle sowieso dicht. Genau. Ist er mit hier dem... Mit der Knetmasse. Genau, mit dem 2K-Kleber. Genau. Schön viel gemacht, hinten die Höhle zugemacht, Thema durch. Genau. Dann konnte sie hinten schon mal nicht raus. Dann hatte sie nur noch die Möglichkeit nach vorne. Ja, und nachdem die Clownies dann eingezogen sind. Ja, also da muss man aber auch mal Props dann an die Claudia geben. Gerade wenn man eben diese Situation hat, man möchte, dass natürlich die Clownies sollen ihr Zuhause in der Anemone finden. Und meine Frau brachte die Tiere mit. Wir haben die dann knapp 20 Minuten, eine halbe Stunde dann eben angeimpft beziehungsweise angepasst ans Wasser. Mhm. Wir hatten die nur vor die Höhle gesetzt mit dem Gefäß. Die sind sofort in die Höhle rein. Und ein Kampfkuscheln des Grauens. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, die arme Anemone, die kommt schon nicht da raus, die will da ihre Ruhe haben und jetzt kommen da zwei bekloppte Clownies rein und machen noch einen auf Wild. Machen da richtig Party. Ja, aber das Ende vom Lied ist jetzt tatsächlich, die fand das toll. Ja. Also die ist jetzt von Tag zu Tag, also im Vergleich von letzter Woche nach heute, die ist ja komplett explodiert. Ne, habe ich auch noch mal extra abgefilmt, damit wir das zeigen können. Also es ist im Endeffekt so, dass grundsätzlich, wenn man Clownies und ich sage jetzt mal eine Quadricolor zusammensetzt, dass die Größe der Anemone, wenn die aufgepumpt ist, also wenn man die dann irgendwo sieht und das ist nur so ein kleines Anemönchen, das passt nicht wirklich. Der Norbert hat mal gesagt, normalerweise dreifache Länge des Fisches sollte die Anemone einen Durchmesser haben. Und das hat sie ja bei dir. Ja, die Fische sind ungefähr so groß und die Anemone, mittlerweile pumpt die sich richtig weit auf. Ich bin Neuling. Ich hatte noch nie mit Anemonen zu tun. Ne? Ja. Ich wusste, wie sie aussehen, wenn sie denn aufgehen. Und jetzt war dann natürlich die Situation, ich hole die ab. Kleiner Fuß, also länglicher Fuß und vorne ein bisschen zusammengekauert gewesen. Also wie so eine Anemone dann halt beleidigterweise aussieht, wenn man sie von A nach B bringt. Ja, kleines Häufchen Glibber. Ja, und wenn ich mir angucke, wie riesig die jetzt im Gegensatz zu letzter Woche, das ist der Wahnsinn. Ja. Und es freut einen natürlich dann auch zu sehen, wie gut das funktioniert und wie wohl die Anemone sich dann eben halt auch
in dem Wasser fühlt, in Verbindung mit den Clownies. Ne? Ja. Und hat sie Tag für Tag immer ein Stück weiter rausgekommen jetzt. Ja, und man muss halt aber auch dazu sagen, was ich in den ganzen Facebook-Gruppen gelesen habe, weil ich tatsächlich die Tage die Situation hatte, da hatte jemand Clownies eingesetzt. Mhm. Und seit einem halben Jahr gehen die nicht an irgendeine Anemone dran. Man muss jetzt dazu sagen, bei der Claudia sind die aber auch die Anemonen gewöhnt. Darauf wollte ich ja gerade hinaus. Die werden da in Becken großgezogen, wo Anemonen drin sind. Die kennen dieses Verhältnis. Und da liegt dann im Endeffekt der Unterschied. Die gibt sich unheimlich viel Mühe, die Clownies großzuziehen und ja, die tatsächlich an ihre Wirtstiere zu gewöhnen, sodass du die im Prinzip nur noch einsetzen musst, so wie du es gemacht hast, vor die Höhle, zack, rein. Ja, hier fühle ich mich wohl. Ja, und die sind aber auch seitdem, gut, ich sitze jetzt nicht 24/7 vor dem Becken, aber wir haben die noch nicht einmal wirklich um die Höhle herum gesehen. Tun sie nicht. Die treiben sich wirklich, seitdem die eingesetzt sind, nur in der Höhle oder sind tatsächlich, weil meine Frau die füttert, ist jetzt die Futterbeauftragte. Ja. Das sind ja auch ihre Babys. Füttert die jeden Tag. Die kommen dann zum Futter aus der Höhle raus und gehen danach einfach wieder zur Anemone. Aber jetzt seit gestern ist der Fall, dass die Anemone sich jetzt endlich mal ans Licht traut und tatsächlich von innen nach außen. Ja, einen Fußgänger dann macht und dann so langsam aber sicher rauskommt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lang. Dazu haben wir noch ein paar Bilder. Also es ist Wahnsinn. Also es ist super, super schön, die Entwicklung zu sehen. Und das tut mir jetzt auch gerade gut nach der ganzen Kacke, die jetzt letzte Woche da eben passiert ist. Ja. Dass es den Tieren da gut geht und dass wir da einfach ein gutes System gefunden haben, das alles eben erstmal weiterfahren. Ja, und das ist schon echt schön und das ist halt auch schon eine gute Entschädigung dafür, wie viel Aufwand das dann doch wiederum ist. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, okay, die Aktion mit dem Wasser, jedem Aquarianer, den er das erzählt, Meerwasser-Aquarianer, sagt, ja, hatte ich auch schon. Ja, ja. Das ist einfach Standard. Okay, in einer Mietswohnung, so wie bei dir, ist es natürlich echt kacke. Ja, hier bei mir, weißt du ja selber, ich glaube, lass mich nicht lügen, 5, 6, 7 Mal habe ich den Keller unten schon geflutet, bis ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, ihr könnt ja mal einen Schwimmer reinbauen, ich könnte ja mal ein Druckabschaltventil reinbauen und. Da ist man einfach zu faul, ja? Weil ich sehe es hier nicht. Ja, ich habe aber auch wirklich da das ganze Wochenende, sogar auch die Tage noch ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt, ne? Also meiner Frau gegenüber, weil die natürlich da jetzt eine Baustelle hat aus so einer blöden Situation. Dann eben, ich habe Glück gehabt, dass die Nachbarn unter uns nichts abbekommen haben. Ja, so wirklich viel war's glücklicherweise. So viel war es dann zum Glück am Ende dann doch nicht. Hm. Dass ich da andere Leute noch mit geschädigt habe mit der Situation und ja, ich warte jetzt mal ab, wie das mit der Versicherung weitergeht. Es ist halt alles gemeldet. Aktuell läuft jetzt gerade alles über die Hausverwaltung und meine Versicherungen sind alle in Kenntnis gesetzt. Ja, und jetzt müssen wir dann erstmal schauen, wie es weitergeht. Ja. Aber es ist glücklicherweise dann doch nicht mehr passiert, als hätte passieren können tatsächlich. Ja. Das ist in so einer Situation immer Mist. Gerade wenn, weiß man ja nicht, wie du schon sagst, ist zum Glück nichts zu den Nachbarn nach unten durchgegangen. Und das wäre eine ganz dumme Situation gewesen, weil dann hätte man den Boden wahrscheinlich noch aufmachen müssen und trocknen und so. Ja, da wie gesagt, ich bin froh, dass ich da so Leute wie den Demi habe. Also der ist sowieso immer am Start, wenn irgendwas passiert oder wenn man Hilfe braucht. Und Grüße gehen raus. Genau, danke. Und ich denke, das hat auch sehr, sehr viel mit dazu beigetragen, dass der halt auch direkt mit am Start gewesen ist, um die Situation zu handeln. Ja, wie dem auch sei, aktuell, klar, ein bisschen Baustelle zu Hause, aber dem Becken geht's gut. Ja, aber es war auch wirklich schön. Also ich muss sagen, der Flur und durchgehend mit dem Parkett bis ins Wohnzimmer, das sah richtig klasse aus. Ja. Bin mal gespannt, was dann jetzt irgendwann passiert. Aber okay, Becken steht auf Position, es ist sicher, es muss erstmal nicht wieder verschoben werden. Und bis das abgefrühstückt ist, kann das erstmal da bleiben. Und wenn es dann soweit ist, wird es in gleicher Art und Weise wieder rübergezogen. Ja, aber der Tag war tatsächlich einfach komplett ein Griff ins Klo. Ne? Ja. Also den hätten wir auch einfach streichen können, den Tag. Aber am Ende des Tages ist es jetzt so gelaufen. Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe zu Hause auch so ein bisschen jetzt
Ja, Ruhe. Wir sind mit der Situation, ja, wir sind jetzt nicht paré damit, aber wir müssen das Beste jetzt eben daraus machen. Und ja, das sind Dinge, wie du auch schon sagst, dass, Kann passieren, ja, sollte nicht, aber. davon abgesehen, dass sowas passieren kann, sind das eben auch Dinge, über die man sich halt auch eben im Klaren sein muss. Ne? Es ist halt nicht mal eben Becken aufsetzen, ich schmeiß da Leitungswasser rein und dann ist das Thema gegessen. Es ist tatsächlich ja eben halt auch, Ein Riesenaufwand im Hintergrund. ja, was man eben dann Nicht als sieht. Anfänger sowieso nicht weiß und dann das erste Mal mit beschäftigt und ja. Ja, aber alles in allem, wie du gesagt hast, das Becken läuft, das Becken rennt, Sand ist drin und die Biologie macht gerade so ein kleines bisschen, was sie will. Sie geht hoch und runter, wächst alles zu. Deine Steine haben auch eine gewisse Patina gekriegt. Ja, tatsächlich. Und die Werte, die sind ja bis auf das Phosphat, wo wir Ja, eben okay, die Kalzifizierung bzw. KH wird sporadisch verbraucht, haben wir jetzt so festgestellt, das ist immer nur minimal, also kann aber. zwischen, also wir hatten der tiefste Wert war jetzt bei 7,2, da musste ich einmal Genau. nachdosieren, aber ansonsten liegen die so zwischen 7,4 und 7,6, Ja. so in der Range. Und wir dosieren momentan halt noch nichts dazu an Essentials, also nur dann, wenn tatsächlich mal was abgesackt Genau. ist und was momentan halt nur reingeht, nach den abgelesenen Werten sind eben Phosphat und Stickstoff. Und da geht es dann mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Dadurch, dass es halt auch jetzt schon Fische reingekommen sind, wird natürlich durch das Futter auch zusätzlich Stickstoff und Phosphat eingebracht. Das heißt, wir müssen unsere Dosierung dann dementsprechend anpassen. Da ist dann jeden Tag mal 3,5 Milliliter oder mal 1,5, je nachdem, wie viel das Becken dann halt gerade mal Lust hat zu ziehen. Das Genau. ist jetzt die Einlaufphase, die halt sehr gut überwacht werden muss. Ansonsten lassen sich die Tiere nicht halten. Wir dürfen nach Möglichkeit mit dem Phosphat nicht auf Null kommen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Bei den, ich sag's mal, LPS oder bei den einfacheren Korallen geht es so, die vertragen das einigermaßen. Aber jeder Wert, der auf Null fällt, ist fürs Becken nicht gut, für die Korallen nicht gut. Die Fische interessiert es nicht. Und deshalb versuchen wir das immer, ja, ich sag mal, zumindest im nachweisbaren Bereich haben. Eben hatten wir noch eine Messung gemacht. Die erste Messung lag bei 3, die zweite bei 8, die dritte, also die beiden Messungen hier, das sind dann die Schnellmessungen, 8 und 5. Also gehen wir ungefähr von der Mitte aus, dass wir eine 6 haben. Umgerechnet 6, 12, 1, das sind dann 0,012 circa. Und das ist dann halt noch im nachweisbaren Bereich und dann passt das. Und da muss es eben bleiben. Ja, Leute, und nach dem ganzen Hin und Her, Hickhack mit den Tieren bzw. mit dem Umzug, damit wir das Aquarium sicher hatten, haben wir aber noch eine Sache, Die mir auch wichtig war, dass wir da mal drüber sprechen. das ist eine Sache, die gerade für Anfänger ganz, ganz wichtig ist und die leider Gottes, ja, ich sage es mal, in großen Zoohandlungen gang und gäbe ist. Wir wollen jetzt hier keinen Namen nennen und wir wollen auch keinen anprangern, aber es ist eine Sache, wo ihr drauf achten müsst. Erzähl mal. Ja, wir sind dann, also meine Frau und ich sind dann einen Tag, haben wir gesagt, komm, wir fahren mal nach Fischen gucken, weil aktuell möchte ich eigentlich gar nicht so einen großen Fischbestand haben, beziehungsweise es war von vornherein klar, die Nemos, beziehungsweise die Clownfische, die kommen. Dann hätte ich gerne die Kardinalsbarsche, wie heißen die? Gaudernis. Die Codernis. Und dann irgendwann, wenn wirklich alles passt, ist mein absoluter Traumfisch eben der Mandarin. Ja, der natürlich erst eingesetzt werden kann, wenn eine gewisse Grundbiologie und Genau. Kleinstlebewesen da sind, weil es halt Lebendfutterfresser mit Masse sind. Die kriegt man auch ans normale Futter ran. Aber die Problematik lag halt jetzt an dem Tag, ihr seid losgezogen Genau, wir und. sind dann in eine Zoohandlung, in ein Fachgeschäft, man betone Fachgeschäft gefahren. Da haben wir uns dann eben die Codernis dann ausgesucht und eine XXL Putzergarnele. Ja, hier so eine Weißbandgarnele. Genau. Und muss auch dazu betonen, ich habe da, lass mich nicht lügen, ich glaube für alle drei Tiere, ich glaube fast 130 Euro bezahlt. Ne? Nicht Und günstig. Okay, genau. momentan sind die Preise sowieso für Fische ziemlich Ist hoch, aber auch da. alles in Ordnung. Ne? Also ich war bereit, das Geld dafür zu bezahlen und dann bin ich dann auf dem Weg nach Hause und dann sagte Daniel dann zu mir, hey Sebastian, wenn du zu Hause bist, teste doch bitte mal das Wasser, was du aus der Handlung mit nach Hause nimmst, damit wir gucken können, an was die gewöhnt sind. Weil tatsächlich ich mit meinem Anfängerwissen und eben aus dem Süßwasserbereich
Im Süßwasserbereich hätte ich natürlich niemals angefangen, das Wasser zu testen. Mhm. Da hätte ich natürlich quasi die Fische aus dem Wasser rausgeholt und dann eingesetzt, ohne mir da irgendwas reinzuholen. Kurzer Hintergrund, warum das bei einigen Tierhandlungen so gemacht wird. Eine geringere PSU ist für die Fische, ich sag's mal, angenehmer, beziehungsweise dann lassen die sich besser halten und Bakterien bzw. Schädlinge gehen da drin mehr oder weniger ein. Also der Fisch bleibt gesünder für die Handlung. Problem an der Sache ist, kommen sie in unsere heimischen Becken, wo wir in der Regel Korallen drin halten, ist die PSU sehr viel höher. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn man das als Anfänger nicht weiß, geht man hin und gleicht kurz an, packt die Tierchen rein und am nächsten Tag kann man sie wieder rausholen. Und das tatsächlich war ja dann jetzt am Ende des Tages tatsächlich ja leider so der Fall. Also wir hatten das Wasser dann gemessen, da hatten wir eine PSU von 27, 28 so. Also ziemlich weit Range. Unten. Und tatsächlich, ich als Anfänger hätte es nicht getestet, ich hätte angeglichen und die Tiere eingesetzt. Daniel sagte, komm, check mal, haben wir gecheckt. Okay, PSU 27, 28, gewöhnen die über 2 Stunden an. Also wir haben die Garnele und die Fische über 2 Stunden angeglichen. Ja. Oh ja, und das Ende vom Lied waren, die ersten 24 Stunden waren so halbwegs in Ordnung, aber danach hat sich dann einer von den Caudernis dann verabschiedet. Wobei ich dann überrascht war, dass die Garnele das geschafft hat, weil normalerweise sind gerade Krustentiere bzw. Wirbellose da sehr viel empfindlicher. Aber okay, die Garnele hat es gepackt. Vielleicht war mit dem Cauderni auch irgendwas nicht in Ordnung. Wissen wir jetzt nicht. Also Fakt ist, und auch als Botschaft für euch da draußen, egal wo ihr herkommt, egal ob es auch Korallen sind, gerade bei den, ich sag jetzt mal, LPS und Weich- und Lederkorallen, testet euer Wasser. Egal wo ihr kauft, testet es, damit ihr wisst, ob ihr eine längere Phase halt braucht zum Angleichen. Weil nämlich nur so ist es tatsächlich möglich, dass die Tiere das gegebenenfalls überleben können. Aber jetzt haben wir aber ja noch den Gegenpart. Hm? Und zwar hatte man, also ich, wie gesagt, mich hat das schon getriggert und mich hat das schon ein bisschen traurig gemacht, weil es sind Lebewesen und davon mal abgesehen, dass es Lebewesen sind, habe ich da halt auch doch schon eine Stange Geld für bezahlt. Jetzt hatte meine Frau mich dann überraschen wollen und hatte mir dann im Hintergrund mich angeschrieben, so nach dem Motto, wo kriegen wir denn entsprechend Caudernis her? Und genau. Sie hat dann von mir den Tipp gekriegt von der Korallenzucht Mörs. Genau. Und ja, das ist zum Beispiel ein Laden, da war ich zum Beispiel gestern auch noch, habe mir noch einen entsprechenden Leierfisch geholt. Der fährt seine Fischbecken 100% auf der gleichen PSU wie die entsprechenden Korallenbecken. Ja, und dadurch, dass meine Frau die ganze Chose natürlich jetzt hier so mitbekommt und auch das mit dem Testen so mitbekommt, weil gut, die PSU messen, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und das hat meine Frau dann auch hinbekommen. Undercover. Ich wusste nichts davon. Sie hatte Kontakt mit Daniel. Im Hintergrund, genau. Ja, und sag ihm bloß nichts davon. Ja, und die Wasserwerte haben gepasst. Ne? Also zumindest der Salzgehalt. Ja. Ne? Der Salzgehalt hat gepasst, 35, genau. Die Fische sind drin. Ne? Die hat die über eine Stunde hatte die dann. Ja, die Temperatur angleichen, also genau. Sprich den Temperaturverlust ausgleichen, damit das soweit passt. Und dann kann man die Fische ohne Probleme relativ zügig rübersetzen. Ja, und die hatte meine Frau dann auch eingesetzt und die sind Fidel. Also die kam dann irgendwann von der Nachtschicht nach Hause und hat sich gewundert, warum sind da sind auf einmal Spätschicht, genau. Nach Hause, warum sind auf einmal 2 neue Fische drin? Ja, und jetzt mit den Tieren ist alles gut. Man muss dazu sagen, der andere, den wir aus der Fachhandlung geholt haben, mit dem ist jetzt auch alles in Ordnung. Die Garnele lebt ja auch noch. Also. Ja, also wir können uns jetzt natürlich auch nicht da voll drauf versteifen, dass es absolut jetzt von dem Salzgehalt kam. Nicht unbedingt. Ne? Aber man muss es aber dennoch leider Gottes erwähnen, dass was anderes gewohnt war. Was ich eben schade finde, ist, da es gang und gäbe, ist eigentlich in der heutigen Zeit bei den größeren Händlern, warum gehen die Händler nicht hin und weisen darauf hin oder machen irgendwo einen Hausrang. Unsere Fischbecken werden mit einer niedrigeren PSU gefahren. Das ist ja in Ordnung. Das kann man ja machen. Man muss halt bloß wissen, dass die PSU halt angeglichen werden muss, beziehungsweise in Anführungszeichen die Dichte, wenn man mit einem anderen Gerät misst.
Aber man muss auch dazu sagen, der Händler wusste aber auch, dass das quasi Erstbesatz ist. Ne? Also wir haben halt darüber gesprochen, dass es ja eben auch die ersten Tiere sind. Also ich habe dem die Info auf die Nase gedrückt. Ne? Und wir haben einige, ich sag jetzt mal, größere Läden hier im Bereich, die ich auch mittlerweile nicht mehr besuche, weil es einfach, ja. Ist für mich damit dann jetzt auch erledigt, das Thema. Weil aber auch, man muss aber dazu auch nochmal erwähnen, dass eben diese Community doch schon so weitläufig ist, dass man doch die Möglichkeit hat, darüber seine Tiere zu beziehen. Ja. Also da, wo ich mir meine Fische hole, das ist meistens kleinere Läden oder Kellerläden, die ihre Tiere, sag jetzt mal, von mir aus gesehen, von De Jong holen oder wo auch immer und die eine Zeit lang bei sich haben. Dieser hohe Durchsatz, der bei den Läden ist, den finde ich für die Tiere tatsächlich nicht gut. Ich will die Läden nicht verteufeln, um Gottes Willen. Hier und da ist das ganz gut. Aber ich selber, aus meinen persönlichen Erfahrungen, habe da nicht wirklich mehr Lust, was zu holen. Ja, das waren so unsere letzten 10 Tage, was mein Becken dann angeht. Genau. Eigentlich wollten wir ja noch ein Video vorher noch rausbringen zum Thema Messen. Das liegt noch in der Schublade. Das werden so 2 oder 3 Teile. Das wird auch noch interessant. Ja. Da haben wir nämlich auch so einige Kleinigkeiten rausgefunden. Messfehler, die jetzt so ad hoc, ja, wo ich gemeint habe, dass ich in meinen Videos erklärt habe, aber dass tatsächlich dann im Live-Messen dann schon wieder was anderes ist. Aber okay, wir wollen jetzt nicht zu viel vorab geben. Und das waren unsere letzten 10 Tage. Sie waren turbulent. Ja. Für dich kommt dann immer noch ein bisschen Arbeit jetzt und Baustelle auf dich zu. Das ist natürlich weniger schön um diese Jahreszeit. Aber okay. Man hat sonst nichts zu tun. No, genau. Ich gebe kein größer Lied, was der Mensch selbst angeht. Genau, ne? Genau. Okay, Leute. Ich hoffe, es war für euch informativ. Wir wollten eigentlich, wie gesagt, andere Sachen bringen, aber das musste halt in der Form jetzt mal raus, was halt passieren konnte, was passiert ist mit den Tierchen. Aber alles in allem, ihr habt es gesehen, das Becken steht gut, das Becken läuft. Ja. Er ist zufrieden, das ist viel wichtiger und seine Frau ist zufrieden. Wenn die Frau zufrieden ist, dann ist das in der Regel. Happy life. Genau. Also in diesem Sinne danken wir euch fürs Zuschauen. Und war ein recht kurzfristiger Teil, den wir jetzt rausgehauen haben. Und nächste Woche kommt dann mit Ankündigung wieder. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Däumchen nicht vergessen. Ciao, Leute. Ciao, ciao.